So, Sie sehen eine Sprühflasche, um die Nase anzufeuchten mit Wasser, also kein Nasenspray mit einem medizinischen Wirkstoff, sondern Wasser, um die Nase anzufeuchten. Es empfiehlt sich, wenn man eine eigene Mischung abfüllen möchte, abgekochtes Wasser mit einigen Tropfen medizinischem Glycerin zu verwenden. Man öffnet diese Packung so. Die sind jetzt nicht verschraubbar, sondern sie ist ein Stopfen drauf. Man drückt hier drauf. Man sieht, wie es sprüht. Und dann kann man die Packung so öffnen. Mit ein wenig Druck füllt hier heißes Wasser ein. Vorher einige Tropfen Glycerin, um die Nase anzufeuchten, kein Kochsalzlösung erstellen, kein Salz hinzutun, das trocknet die Nase wieder aus und Sie kriegen nachher den Stopfen wieder drauf, indem Sie dann einfach etwas Druck ausüben. Das funktioniert dann so und dann ist die Flasche auch wieder dicht und so können Sie sich zum Anfeuchten der Nase eine eigene Mischung erstellen.